Ja, Willi Kirschbaum, letztes Spiel. Keine 3 Punkte, ne? Tut weh, ne? Ja, was heißt tut weh? Wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, wo wir nicht gut gespielt haben, wo wir ins Messer gelaufen sind, weil wir wissen schon, Weiden ist ja eine obere Mittelfeldmannschaft. Die haben 2-0 geführt. Wir mussten bis zur Halbzeit dreimal wechseln, 2 Feldspieler und dann noch unseren Torwart, der noch angeschlagen war von seinem Fuß her. Da hat man nicht so viel Hoffnung, dass da vielleicht noch was geht. Aber als sportlicher Leiter hat man in den letzten Wochen ja in den Medien und bei uns auf dem Kanal jeden Tag fast Neuigkeiten gehört, gelesen. Ein Kader entwickelt sich für die nächste Saison, da spricht ganz Düren von. Ja, das ist ja nett von Ihnen, dass Sie das erwähnen. Ich muss aber nochmal erwähnen, es ist ja nicht so, dass wir auf 30, 35 Mann Kader gehen. Nein, es sind ja Spieler aussortiert worden, es sind Spieler, die freiwillig weg möchten, die sich woanders entwickeln möchten. Und daraufhin bleibt der Kader 22 bis 25 Mann stark. Das wird definitiv nicht überschritten, weil alles andere wäre kontraproduktiv für den Verein. Gehen wir mal zurück zum Spiel. 2:0 zur Halbzeit zurück. Keine gute Stimmung, Abschiedsspiel, Verabschiedung von den Spielern, große Bühne. Was ist in der Halbzeit passiert, in der Kabine? Kann ich nicht viel zu sagen. Ich halte mich da als sportlicher Leiter zurück, dass das in der nächsten Saison mit Co-Trainer wieder etwas anders aussieht. Das ist ja gut und schön mit Marius. Aber ich habe mich da aus der Arbeit von damals Guido Mierwald und auch Olli rausgehalten. Ich war nicht in der Kabine. Er hat scheinbar die richtigen Worte getroffen. Die Ersatzspieler haben alles dafür getan, dass wir konkurrenzfähig bleiben. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir haben ein tolles Spiel gemacht, hatten die Chance sogar noch auf einen Sieg, weil wir haben heute 2-2 gespielt, was ich meines Erachtens aufgrund der zweiten Halbzeit hoch verdient sehe. Wir hätten auch noch verlieren können, aber wie ich schon gerade sagte, ich denke, für beide Seiten ist das 2-2 okay. Der Torjäger Nummer 1 ist noch gesperrt, lief eben hier im weißen Trikot rum, freut sich auf den neuen Vertrag. Wer hat denn die beiden Tore gemacht zum Ausgleich? Wir haben das 1:2 durch Manuel Junglas gemacht, den wir aus der Innenverteidigung rausgeholt haben, nach vorne gestellt haben. Wir haben meinen Sohn dann von der 6er-10er-Position nach hinten beordert. Der hat auch ein tolles Spiel heute gemacht. Der auch nächstes Jahr bei der Viktoria bleibt. Mein Sohn wird bei der Viktoria bleiben, Manuel Junglas wird bei der Viktoria bleiben. Er hat dann ein schönes, ganz cleveres Tor gemacht. Da sieht man, wie abgezockt er ist. Und kurze Ballannahme, einfache Drehung, so à la Gerd Müller von früher. Zack, war der Ball drin, 2-1. Und dann haben wir dann nicht ganz glücklich, aber war schon ein bisschen abgefälscht. Dann durch Haruki wieder das 2-2 gemacht, wo alle Fans sich hier gefreut haben. Und dann waren die letzten 20 Minuten also wirklich ein Spiel auf Messerschneide, wo beide Mannschaften alles gegeben haben, um den Siegtreffer zu erringen. Und die Zuschauer, ich saß dann neben meiner Frau auf der Tribüne, die Zuschauer hinter mir gesagt haben: Mein Gott, was für ein Spektakel hier immer. Jedes Heimspiel ist hier irgendwas geboten. Ja, was auch schön ist für die Zuschauer und für das Geld, was sie bezahlen. Die Bilanz, Aufstieg, Bezirkssieger, Platz 5, mehr als zufrieden, ne? Mehr als zufrieden, ja. Wir hätten geliebäugelt mit dem einstelligen Platz, das wäre ja dann auch der 9. gewesen, dass wir jetzt 5. sein dürfen. Die ersten 4 da oben, die sind schon bärenstark gewesen. Als Aufsteiger weiß ich nicht. Klar, Horm ist auch Aufsteiger, die sind jetzt knapp vor uns. Aber ich denke, wir können mehr wie zufrieden sein. Wir hatten schon unsere Problemchen mit den Karten. Da müssen wir in der nächsten Saison ein bisschen mehr gucken, dass das ein bisschen disziplinierter wird. Und wir hatten auch relativ viel Verletzungspech. Ich denke, wir können aber alle hier in dem Verein sehr glücklich sein, dass das hier so abgelaufen ist. Wenn man nach vorne schaut, Projekt 25, der Jonas hat es eben auch angesprochen, als junger Torwart fühlt sich wohl, hat eine gute Ausbildung beim ersten FC Düren genossen, ne? Ist aber ein Birkelsdorfer Jung, freut sich auch auf die gute Zusammenarbeit mit dem besten Torwarttrainer in der Region. Also die Viktoria tut schon einiges, ne? Ja, wir versuchen schon einiges. Wir versuchen den Verein. Wir haben so ein bisschen dieses Gefühl, dass dieser Verein über die letzten Jahrzehnte ein schlafender Riese war, dass man vielleicht hat vieles liegen lassen. Wir sind jetzt auf einem Punkt durch den Aufstieg in die Bezirksliga. Wollen wir mehr oder wollen wir es schleifen lassen und irgendwann wieder verschwinden in der A-Liga, in der B-Liga? Nein, wir haben uns ganz klar als Vorstand dazu entschieden, wir wollen mehr. Wir wollen angreifen, ohne Druck auf die Mannschaft zu setzen. Wenn man sich die Transfers von uns anguckt, das sind alles extrem junge Spieler.
Die müssen ja erstmal weiterentwickelt werden. Aber teilweise mit Mittelrhein-Erfahrung, Mittelrhein-Liga-Erfahrung. Das ist schon richtig, die haben schon tolle Erfahrungen, aber es sind junge Spieler, die muss man weiterentwickeln, das muss man zusammenführen, das muss man als Mannschaft, als Kameradschaft zusammenführen. Deswegen denke ich schon, man sollte da keinen falschen Druck ausführen. Wenn wir nächste Saison da mitspielen könnten, wo wir jetzt sind, wären wir glücklich. Wenn es mehr wird, wäre ein Traum. Aber wir versuchen, den Verein weiter nach vorne zu bringen. Das auf allen Ebenen. Was man ja so betrachtet von außen, viele junge Spieler, junger Trainer. Also man baut wirklich auf die Jugend in der Region? Ja, das werden wir, definitiv. Wir sind auch im Gespräch mit unserer A-Jugend. Ich habe eben mit drei unserer A-Jugendlichen geredet. Wir versuchen mit aller Macht, nächstes Jahr wieder A-Jugend zu haben. Wir wissen, was da dran hängt, dass man mit Jugendlichen redet, mit A-Jugendlichen, mit zukünftigen Seniorenspielern. Und wir wollen mit aller Macht dieses Ziel erreichen, dass wir mit Jugend, mit A-Jugend, mit jungen Spielern aus der Region, die hochgespielt haben, vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein. Wie kann man denn als sportlicher Leiter diese Position mit dem Beruf kombinieren? Wird ja viel Zeit investiert in diese Arbeit. Ja, die letzten Monate waren, bin ich ganz ehrlich, also so viel, wie ich telefoniert habe, so viele Gespräche, die ich geführt habe, das war schon mit dem Beruf, den ich als Selbstständiger habe, sehr schwer vereinbar. Ich bin im Moment glücklich, dass wir abgeschlossen haben mit allen Gesprächen, dass der Kader jetzt einfach abgeschlossen ist, dass er voll ist und ich vielleicht jetzt im Juni auch mal ein paar Wochen runterfahren kann. Letzte Frage, als sportlicher Leiter bei der Viktoria, hat man vielleicht andere Ambitionen in den nächsten Jahren? Nein. Vielen Dank.